Ja, es sind natürlich viele Aufgaben und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man eine Kultur entwickeln muss, dass alle zusammen in die gleiche Richtung gehen. Das war nicht immer der Fall in den letzten Jahren, natürlich aus verschiedenen Gründen. Das muss man auch mal zurücklassen und wir müssen natürlich auch nach vorne schauen. Aber ich glaube, dass wir uns natürlich immer verbessern müssen in unserer eigentlichen Kernkompetenz, dem Fußballspielen, ob das jetzt im Nachwuchs ist, in der Sichtung, im Verpflichten von Spielern. Bei der ersten Mannschaft, glaube ich, haben wir auch noch Raum nach oben. Das ist einfach so. Ich glaube, wir sind ein Fußballclub und wir müssen auch als Fußballclub stehen und gelten und müssen versuchen, da wieder top zu werden. Wir müssen einfach einen Schlag mehr reinhauen als die anderen. Die haben uns, die einen oder anderen haben uns in den letzten Jahren auch überholt und sind weiter. Das muss man so registrieren. Aber wir dürfen es nicht akzeptieren und müssen einfach jetzt arbeiten nach einem Konzept. Das werde ich vorgeben und wir werden die Leute auch danach aussuchen, dass sie alles für den Hamburger Sportverein geben und aber auch die Kompetenz haben, dies umzusetzen. Ja, auch ich muss natürlich meine Rolle finden in den nächsten Wochen und Monaten. Im Moment bin ich natürlich sehr viel Sportdirektor, weil ich auch versuchen muss, unsere Mannschaft wettbewerbsfähiger zu machen, wie sie aktuell noch ist. Ich denke, wir wollen auch die eine oder andere Verpflichtung machen. Und aber dennoch werde ich versuchen, die Position zu besetzen. Sowohl jetzt als Direktor Sport, den Bernhard Peters haben wir verpflichtet, der sich im Wesentlichen um den Nachwuchs, aber auch um die ganze konzeptionelle Entwicklung von den ganz Kleinen bis zu den ganz Großen Profifußball kümmern wird. Und wir werden dann auch noch einen Sportdirektor oder einen Direktor Profifußball dazu nehmen, der praktisch die Führung der Mannschaft nahe an den Trainern zu arbeiten, Kaderplanung etc. macht. Und ich werde natürlich in diesen dann drei Gestirn oder vier Gestirn mit dem Trainer zusammen im Wesentlichen die Richtung vorgeben und immer wieder als Partner zur Verfügung stehen. Und dann werden wir versuchen, mehr richtige Entscheidungen als falsche zu treffen.